Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal hier im LS22 zu einer weiteren Folge My Friend and Me in the Country Break. Yo, nach einer kurzen Pause von dem Bericht sind wir endlich wieder da. Dominik hat hier anscheinend fleißig weitergearbeitet in der Zeit, wo ich ein bisschen geschlafen habe. Ja, geschlafen hast du lang. Ja, hast du was Sinnvolles gemacht. Also mehr Geld ist ja irgendwie nicht auf dem Konto. Hey, Herr Kollege. Hm? Sieht ihr ein Schlafen? Ich habe meine Weiterbildung gemacht und da hinten geschaut, damit das Schalter entwann ist und ja, und Geschäfte. Hey, das Feld war schon abgeerntet, wo ich noch hier war. Ja. So. Also ich würde sagen, wir können das Feld eigentlich krubbern. Ja. Und du könntest hier ruhig mit der Seemaschine hinterherfahren. Wo haben wir denn die? Ah. Ich will da hinten. Wir können nämlich dann Gerste ansehen. Die habe ich nämlich auch schon eingegeben. Dann können wir mal richtig Einsatz machen auf unserem eigenen Feld. Ich habe schon überlegt, Dominik, dass wir unser Feld von da hinten bis hierhin erweitern. Also um die Halle rum. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Mit einem Flug. Dann haben wir nämlich noch ein größeres Feld. Dann warte mal, glaube ich, mit dem Ansehen. Dann würde ich sagen, holen wir uns, glaube ich, lieber mal. Oder ich rufe meinen Lohnau. Kollegen an, ob der einen Flug hat. Ja, macht das. Weil da können wir eigentlich das direkt machen. Weil das macht ja sonst keinen Sinn, wenn ich jetzt anfange zu kuppern alles und wir das Feld erweitern wollen. Ja, dann warte mal. Ja, hallo? Ja. Sprich da den Herr Wolf? Ja. Kann ich ich habe mal eine Frage an Sie. Frag mal. Haben Sie einen Flug? Ja. Kann man den irgendwie ausleihen? Ja. Ja. Der Hektar kostet 500. Also, ich weiß noch nicht mal, ob das Feld hier ein Hektar ist, was wir machen wollen. Ja, dann wären es 500 oder 400 oder. Ja, Sie können uns ja einfach eine Rechnung schreiben. Jo. Ja, also komme ich bei Ihnen da unten vorbei, ich hole den Flug. Jo, mit was für einem Bulldog kommen Sie? Wie viel PS braucht er denn? Warte ganz kurz. 220. Das. Der Packer mehr dran. Ja, dann müsste ich hier einen Traktor noch mitnehmen. Ja, das ist möglich, der geht zusammen. Dann aber denken bei 1000 Hektar. Ja, dann nehme ich ihn einfach mit, okay? Was steht am Hof? In der Einfahrt. Jo, perfekt. Bis gleich. Tschö. So. So, Dominik, ich fahr. Vielleicht hast du mitgehört, ich fahr. Wir müssen mal runterfahren. Komm mit. Wo ist ich schon wieder? Ach komm, du fährst. Gar kein Problem. Du fährst, ja. Du fährst. Steigezeit. Du fährst. Ich hab genug gefahren. Fahr, komm. Ab zum Wolf. Scheiß Kabel. Junge, fahr die Schubkarre nicht kaputt, ey. Die ist doch vom Vorbesitzer. Du musst mich lotsen, ich kenn mich nicht aus. Du weißt doch, wo der Wolf ist. Fahr geradeaus. Wir waren schon öfters bei dem. Na. Was? Na, natürlich waren wir bei dem schon. Mir egal. So, soll die nicht egal sein? Junge, was machst du? Junge, mein Kopf. Alter, fahr mal ordentlich. Deswegen setz mein Helm auf. Kopf, Digga. Junge, hackt sie ein bisschen. Bei dir hackt sie ein bisschen. Junge. Es hackt. Jetzt? Links. Digga, du fährst wie die besenkte Sau. Junge, wir haben Rechtsverkehr. Da, Rechtsfahrgebot haben wir. Ach ey.
Ja, merke ich. Du fährst mehr auf den linken wie auf den rechten. Gas geben würde, das würde ich ja heute mal ankommen. Ich fahre schon 7,1. Ach Leute. Das ist jetzt so einfach mit so einem dummen nichts zu leben. Wie sie wissen. Gib du ein Ohr her, sei der Bacher Julian. Links. Ja. Was ist der Ausfall, Papa? Oh mein Gott. Wow, was hat denn der Wolf hier gebaut? Moment mal, jetzt stören. Ich glaube, der ist gerade im Telefonat. Alter, Dominik, guck dir die Kacher mal an. Hab ich schon gesehen. Wow. Das ist dann mal. Dem habe ich aber schon mal geflügt. Ja. Dann weiß ich noch, wie das alles geht. So. Dann so und dann zack, geht das rein. Dann so machen wir die Reifen kaputt. Da machen wir mal. Sind bei Ihnen auch so Schlaglöcher? Ja, ein bisschen. Das Dorf hier ist nicht wirklich gut, nicht in der wirklich guten Straße. Ich sehe aber den ganzen Flicken auch hier. Oh Mann, Leute. Dominik, was hast du überhaupt gemacht in der Zeit, wo ich nicht da war? Hä? Geschäfte gemacht. Was für Geschäfte? Aber der andere ist nicht da. Wie heißt er noch einmal? Meine Seele. So viel Namen leicht immer nicht. Ja, wer denn? Hast du beim Wolf geholfen? Na. Hast du beim Huber geholfen? Wie heißt denn der? Hast du beim Lohnunternehmer geholfen? Hä? Nein, mir fehlt der Name. Hast du beim Lohnunternehmer geholfen? Hä? Na. Nicht? Da, wo ja, ich Steine sammeln war, wie heißt denn der nochmal? Das ist der Lohnunternehmer, du Plepp! Der Kirschbaum. Ah, ja genau, der Herr Kirschbaum. Du bist auch ehrlich. Also wirklich. Alzheimer 5 Grad ist. Schlimm. Bin ich rauscht der Empfänger. Ja. Aber auch schlechten Empfang hier hinten. Gras mal jetzt so da vorne. Innerhalb des. Im Dorf darf es nur 50 waren. Boah ja. Ja. Setzen mal 40 drauf, dann passt das schon eher. Ja. Ich weiß, wie du fährst. Ja, leider. Gerade langsam.
Ja, da gebe ich nicht, glaub's auch. Bei 70. Ach scheiße, da ist ja der Einfahrt, muss ich bremsen. Diese Scheißschubkarre schon wieder. Junge, wenn du die noch einmal kaputt fährst, das ist das Einzige, was vom Vorderbesitzer geblieben ist. Du fährst das Zeug kaputt. Ja. Laberst du? Nee, ist so. Schau, damit du da jetzt am Pflügst und da Ruhe gibst. Junge, ist ja wahnsinnig groß Klappe. Kannst ja schon mal anfangen mit Kruppern. Na. Doch? Ich will schauen, wie du das machst da. Alter, das ist Pflügen. Hast du noch nie Pflügen gesehen oder was? Irgendwie kommt man den Packer auch einpacken. Ah. Genau so. Genau so, und Packer deaktivieren. Ich aufpassen, dass ich den Weg nicht kaputt mache. Bau mal den ein bisschen weg. Kann ich schon kubern oder was? Ja klar. Ah, ich mach's andersrum. Und dann kann ich gerade noch bis vorne hin die Kante ziehen. Alle. Ja, ist Ding, da. Da ist der Zaun im Weg, du Lustiger. Sieht nicht so lustig aus, was du da machst. Was tust du? Ich muss hier so nah wie möglich an die Hütte ran. Ist mir nicht so einfach, wie es aussieht. Der Traktor ist schwach für den Gruber. Überhaupt nicht. Ich fahr gerade 8 km/h, 7 km/h. Alles in Ruhe. Und der muss halt einen anderen dranhängen. Ich sehe das Problem nicht. Ich sehe das Problem nicht.
War, glaube ich, schon eine ziemlich gute Idee von mir, oder nicht, Dominik? Das Feld hier zu erweitern. Das bringt auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Das wieder das Mikrofeld dann. Ja. Muss ich was gepflügter nochmal rüber grubbern, gell? Ja, mach am besten. Kommt, glaube ich, besser. Wenn wir keinen Bock mehr aufs Feld haben, machen wir einfach Gras drauf. So, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst euch gerne ein Abo und ein Like da. Schaut beim Herrn Kollegen vorbei, lasst bei ihm ein bisschen Liebe da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.